Ja, ein Beispiel zum Thema Hypothesentest und ganz wichtig, bleibt dabei das Verständnis für euch. Ich habe jetzt mal folgendes Beispiel. Ich sage jetzt, 30% lieben Mathematik. Ihr sagt natürlich nie im Leben. Wie kann man daraus jetzt einen Hypothesentest basteln mit n gleich 1000? Also wir machen dann mal eine Umfrage an 1000 Menschen, die in der Schule, in der Uni sind. Das kann man auch noch eingrenzen, nur in der Schule, nur in der Uni. Bei einem Signifikanzniveau von 5%, das wäre dann Alpha, da geht es dann um die Irrtumswahrscheinlichkeit, was ich in der Playlist ja alles einzeln zerpflückt habe, auch hinterher mit Beta-Fehler, was kann fälschlicherweise passieren, wenn man Stichproben dann eben macht. Und erstmal die Visualisierung hier. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir fragen insgesamt 1000 Menschen und wir machen das unabhängig voneinander, wir gehen von einem binomial verteilten Zusammenhang hier aus. 30%, falls das stimmen sollte, kann man ja relativ schnell den Erwartungswert ausrechnen. Der Erwartungswert wäre 1000 mal 0,3, das wären 300. Also ich würde jetzt erwarten, dass 300 Leute sagen, sie lieben Mathe, wenn nicht sogar mehr. Das wäre jetzt so im Schaubild, wenn man jetzt die Trefferwahrscheinlichkeiten aus dem Wissen rund um die Binomialverteilung ausrechnen würde, dort wäre die größte Wahrscheinlichkeit. Und jetzt wird es immer unwahrscheinlicher, je weiter ich in jeweils eine Richtung weggehe. Ich mache das jetzt nur grob. Ne, aber auch vom Verständnis her, es wird immer unwahrscheinlicher, wenn diese Aussage stimmt, dass von 1000 Befragten 0 sagen, sie lieben Mathe. Ist aber auch unwahrscheinlich, dass von 1000 sagen, 1000 sagen, sie lieben Mathe. Ja? Also eigentlich müsste man sich hier bewegen. Jetzt erkennt man schon, hier ist so dieser Bereich, wo es wahrscheinlich ist. Und wie ist jetzt aber H0 und H1? Also ihr sagt ja nie im Leben. Das heißt, wo bewegt ihr euch? Natürlich hier. Ihr würdet natürlich sagen, es sind wesentlich weniger. Also bin ich mit meiner Nullhypothese H0 Doppelpunkt P0 bei größer gleich 0,3, optisch gesehen hier auf der rechten Seite. Und ihr seid natürlich H1 bei P1 kleiner 0,3. Ne? Und jetzt sieht man eigentlich schon, wir machen einen linksseitigen Test, ne? Nach links bei einem Fehlerniveau von 0,05, 5%. Was heißt das nochmal? Alpha-Fehler, ja? Das heißt, ihr könnt ja jetzt fälschlicherweise bei einer Hypothese bleiben, obwohl eine andere gilt. Und das ist eigentlich vom Ablauf her relativ einfach, auch jetzt entsprechend die Werte zu bereichen von so einem, man spricht ja dann von einem kritischen Wert, den ihr sucht, sodass ihr sagt, okay, in diesem Bereich liegt dann der Annahmebereich, in diesem Bereich liegt der Ablehnungsbereich. Ich denke, das kann man jetzt auch relativ gut erkennen. Es gibt noch so einen gewissen Spielraum. Ne? Normalerweise ganz pauschal ausgedrückt würdet ihr ja sagen, selbst wenn jetzt 299 schon sagen, 299 wäre ja unterhalb von meinem prognostizierten Wert, könntet ihr direkt sagen, bei 299 nicht mehr 30% ist weniger, aber da gibt es diesen Spielraum bis zum kritischen Wert und hier liegt dann so der Annahmebereich und hier liegt dann der Ablehnungsbereich. Annahme, Ablehnungsbereich. Warum zieht er sich so ein bisschen nach da? Das hat dann mit der Fehlerwahrscheinlichkeit zu tun. Man muss ja davon ausgehen, dass eventuell man vielleicht irgendwo fragt, wo vielleicht Mathe nicht ganz so interessant ist und hat dann fälschlicherweise nicht genau sortiert in der Auswahl, wen man fragt. Um da in die Tiefe zu gehen, das müsst ihr entscheiden, wie viel ihr danach machen wollt. Es ging mir jetzt grundsätzlich nochmal auch um den Tipp, dass ihr euch sowas visualisiert und auch linksseitig, rechtsseitig oder beidseitig interpretieren könnt, weil es kann ja auch davon ausgegangen werden, testet doch mal, ob es eine Abweichung gibt, entweder nach links oder nach rechts. Also dann hätte man einen beidseitigen Test gemacht. Und natürlich auch der Tipp, wie macht ihr den Test? Was habt ihr für Möglichkeiten? Habt ihr Tabellen dazu? Macht ihr es mit der Sigma-Umgebung? Klärt das ab. Ich habe möglichst zu allem einzelne Videos aufgenommen.
dann solltet ihr eigentlich easy durch das Thema durchkommen.